So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind immer noch in Mutzluf. Und Julia hat gerade gesagt, das war ja einfach. Was war denn einfach? Eine Tür hier, die war Meister, aber ich habe es sofort Ach so. aufgekriegt. War Manchmal, wahrscheinlich Zufall. Ja. Manchmal ist das Glück. Aber ist da irgendwas drin? Lohnt sich das aufzuschließen, oder? Nein. Kann ich mir die Dietriche ist nur, sparen? Okay, kann ich sparen. Da liegen nur Barren und so ein Kram rum. Barren? Nur Barren sind Waren. Nee, Wares. Wares ist Rare. Ware für Rares. Barren für Rares. Nee, was? Ach, also hatte ich schon Haus jetzt. So, hier geht's lang. Fackel an. Fackel an, habe ich gesagt. Oh, da kommt so ein Vieh angeflogen. Ich brauche ein Schwert mit Licht. Gibt's ein Schwert mit Licht? Ja, cool. Taurus, Alter. 600 HP, was ist das für, was ist das für Viehzeug hier, Mann? Atomvieh. Ich muss alles hier drinnen lassen. Ich kann es nicht rausnehmen, weil ich mal überladen bin. Wenn ich jetzt die nächste Sache einpacke, bin ich voll. Ich hab 479. Warte. Mondstein, Erzader. Mondstein. Hm. Aber gut, wenn man weiß, man braucht Mondstein für irgendwie, für irgendwas. Kannst du ja durchaus hier rein, ne? Einfach. Ja. Drachenpanzerhandschuhe des Schlägers, die brauche ich da. Oh. Ich hab grad wieder kriegt auf den Sack. Die sind hart, die Video, oder? Diese kleinen. Ja. Hast du dich gerade geheilt oder was war das? Ja. Okay. Also, ich habe Heiltränke getrunken. Naja. Ja. Da brauche ich alles nicht, ehrlich. Obwohl, ich habe ja das ist echt. Vergesse ich immer. Muss mal gucken, ob es irgendwelche Stats so gibt für die Klamotten, die ja auch heilen, weißt du? Bei manchen Spielen, da gibt es so Auto-Healing. Jetzt bei, wenn jetzt bei Enshrouded, kann man ja mit Enshrouded vergleichen, das ist ja auch so ein. Und da hast du jetzt zum Beispiel so eine Sphere, wenn du irgendwie Schaden kriegst, dann fliegt so eine Sphere um dich drumherum und heilt dich. Die ganze Zeit. Mhm. Ob es hier sowas auch gibt, die Frage. Ja. Ja, ich habe jetzt einen Zauber Schnellheilung, das ist schon mal ein bisschen besser wenigstens. Der heilt immer einen festen Wert. Punkt. Wow. Oh, die haben sich gebufft hier, aber die Abwehr. Was ist denn mit ihm? Oh, ich baue hier hinten in Ruhe. Ist das gut, ja, das ist gut. Oh. Da ist sofort dein Gesicht durch mein Bild geflogen. Alter, der war hart, der eine Typ. Der hat sich irgendwie ganz weiß gebufft irgendwie. Wahrscheinlich Eis oder sowas. Klamotten können wir ganz behalten. Wie liegt der denn da? Gib mir dein Gold. Oh, Vampirstaub. Den brauche ich. Da wiegt auch nichts. Und das Ohr. Oh ja. Wie der Alte nach vor der Tür steht. Ja, ah. Das ist halt dann immer der Nachteil, dann komme ich nicht mehr raus. Ja. Ich glaube, der hat Atronach, heißt der, glaube ich. Ich glaube, ich spreche das immer falsch aus. Ja. Ich dachte, ich muss auch immer überlegen. Weil ich habe vorhin gegoogelt nach Altonach und da habe ich nichts gefunden. Nee, dann gehe ich davon aus, dass ich. Atronach, ja, genau. Atronach. Oder nach. Atronach, keine Ahnung. Bist du weitergelaufen? Wo bin ich eigentlich? Ja, den Weg. Die Höhle weiter. Da. Hallo. Eins, was mich ein bisschen ekelt, was mich abnägelt, sind, dass die Schwerter so lang sind. Wie lang ist das wie bei Final Fantasy? Das finde ich so eklig, wenn die Schwerter so lang sind. Kann mit so langen Dinger nicht, kann ich nichts anfangen. Hm, naja. Das wird halt alles gekonnt sein, ne? Ja. Oh, hier liegt so ein Wissenschaftler. Hm. Hat nichts dabei. So eine eklige. Eine eklige. Scheiße. Behausung.
Von hier kommen wir von oben. Ach so, ja? Sicher? Meine ich. Meine ja. Ach ja, ja. Na gut. Ich denke, hier geht's weiter. Da weiter. Durchs Loch. Und die bestimmt gegraben, diese, diese Falle, meinst du? Korb vorbeigekommen. Ja, an dem Korb ja, bin ich vorbeigekommen. Hab ich noch geguckt, okay. Hab ich nur überlegt, ob ich reingucke. Na, dann ist andersrum, ja. Da hebt da keinen Anspruch auf Richtigkeit. Bei Navigation bin ich raus. Ja, hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist so ein Schaurus. Gesundheit. Das erste Mal, dass ich die Viecher sehe, sonst habe ich immer nur die Eier von den Viechern überall gefunden. Das sind ja. Ich glaube, wir haben. Irgendeine Höhle waren die schon mal drin, glaube ich. Und Zutaten, ja, genau. Für Kuchen. Mhm. Eier und Mehl. Zucker und Salz. Das ist der Kuchen immer so schön. Bin ich raus, wo bist du hin? Ich bin weitergelaufen. Hochwärts da in den Raum. Ah ja, alles klar. Ja. Also, ich hab's. Hinter dir. So nicht. Oi. Menschliches Herz. Lecker. Wäre cool, wenn man in so eine Kampfsituation kommt, dass du irgendwie so ein Ding droppen könntest. Irgend so aus so einem Buff. So ein Debuff. So irgendwie Seelenraub, irgendwie der Lebensraub oder irgendwas. Oder Ausdauer weg oder verlangsamen, irgendwie sowas. Hm. Das wäre echt geil. Okay, Julia macht die Tür auf. Sie versucht es zumindest. Meister ist glaube ich nichts für mich. Was ist mein Dings aktuell? Schlossknacken 59. Ich habe jetzt 79 gerade erreicht. Aber das 59 kriege ich auch nur von irgendeinem Dings, von irgendeinem. Weil ich habe eigentlich 47, glaube ich. Ich habe irgendeinen Stat da drauf. Keine Ahnung, wo ich den habe. Das ist wahrscheinlich irgendwelchen Diebesgilde-Kram oder so. Hm. Man sieht hier hinten irgendwo eine Hirnfäule. Muss da auch irgendwas geben gegen Hirnfäule. Muss einfach nur ein Krankheitsdings trinken. Ich hatte es, glaube ich, habe ich mir selbst zugefügt. Damit der Rest die in Stats hochgezogen werden. Mhm. Sehr spannend. Ist dieser Stein noch aktiv? Der Liebende ist aktiv, ja. Warte, guck. Jetzt. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Mal gucken, ob das geht. Oh ja, das ging. Was? Stimmt, da hast du recht gehabt mit der Hornfeule. Ich dachte, ich baue neues Hirn. Nö. Geht meistens auch so. Das geht so. Ich habe noch irgendwas, was mein Dings blockiert. Mein Magiker. Rot. Mensch, wir müssen noch mal. Das ist aber ein riesen Ding, oder? Diese Metzelöff-Dinger. Hier ist noch eine Tür. Experte. Oder ist das meine Stufe oder ist das die Stufe vom Schloss? Das ist die Stufe vom Schloss. Okay. Wie gut ist Experte? Das ist zweitbeste, glaube ich. Ja, da musst du machen. Das wird nichts. Schöner Teppich. Oh cool, ja. Oh, ein Schaurus. Sitz. Geht aber immer auf mich, ihr Arschlöcher. Aber ist auch gut so.
Zwergenhelm. Er passt mir doch nicht. Oh. Schlafen. Ja, ich kann mich auf dem Bett legen hier. Aber wir haben, das ist eine Unterkunft quasi. Hm. Botanisch hier lebt. Zwerge. Na gut, gehen wir ein Stück weiter. Mal durchkommen durch diese verkackte Höhle hier, Mann. Ist ja nicht. Wenn man eine Stunde verschwendet. Drüben sind Falmer. Falmi, warte, ich komm rüber. Ich komm. Oh, der wirft mit irgendwas. Ey. Hat nichts geworfen. Hat nur sein Kumpel hier drauf. Nicht gut. Stirb doch einfach. Ich glaube, mein Schwert ist schon wieder alle. Er hat noch einen Quecksilberbann hier. Den haben wir jetzt. Die wiegen ja nicht viel und die sind. Ja, den musst du mal kaufen. Hab wieder keinen. Ach, hier oben. Sieht schon abgefahren aus, dieses Palmer-Zeug. Palmi. Immer eine gute Suppe. Hier geht's auch ein Treppchen. Wir müssen irgendwas mit Wasser machen, wie in der anderen Höhle, wie Metzlef. Metzlef. Ist ein Wissenschaftler, aber der hat jetzt auch nichts für mich. So, hier geht's durch. Hier habe ich einen Kästenmarker. Eidrum. Ja, Eidrum, das hat er vorhin gesagt. Da müssen wir den finden, glaube ich. Hier kommt bestimmt ein Endboss oder irgendwas auf uns zu, nehme ich an. Lass mal kurz gucken, wie viel Heilmittel ich noch mit habe. 98. Na gut. Gleicher. Okay, den haben wir. Den haben wir archiviert. Ich wollte mal gucken, ob das Schwert leer ist. Ja, aber das Schwert ist leer. Muss ich kurz laden. Nehmen wir einen großen, oder? Ja. Das ist viel öfters leer jetzt bei dem. Wir kämpfen zu oft. Ich hatte das vorher auf dem anderen Stahlschwert, auf dem Stahlraumschwert oder was. Da war das nicht so oft leer. Nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt plötzlich Flamme auf der Hand. Hab ich aber gar nicht umgestellt. Zumindest nicht bewusst. Nee. Oh, ich bin vergiftet worden. Hast du da selber was mit? Gegengift? Muss ich gucken. Oh, Fokuskristall. Und Gold. Ja. Wie liegt der denn da? Das Ohr nehme ich. Sieht ja komisch aus. Warum liegt denn der? Ich weiß nicht. Das riecht nach Screenshot. So, was haben wir hier? Wir irgendwas. Metallstückchen und so weiter. Aber ich würde sagen, wir lassen mal alles liegen jetzt. Das ist zu schwer sonst. Und wir nehmen das nur mit, wenn wir es brauchen. Hier ist noch eine Truhe. Ring des Schleichen. Das finde ich gut. Können wir so eine Schleichausrüstung zusammenstellen? Oh, Schlüssel erforderlich. Hm? Hast du den Schlüssel vielleicht? Gelootet? Nein. Jo, Dreckhund. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Guckt jetzt Film mit Frauchen.
Hier ist eine Truhe. Auch kein Schlüssel. Hm. Geht's wahrscheinlich woanders weiter. Ja, aber du musst Schlüssel finden. Bei dem Wissenschaftler, die ich aufschließen kann. Aufknacken okay. Kann, mal sehen. Aber es kann ja auch nicht die richtige sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre das erste Mal, dass man sich den Weg aufknacken muss. Ja, der dringt in das Okular vor. Das zeigt genau die Richtung, wo wir jetzt vor der, eben standen. Aber vielleicht finden wir irgendwo eine Schlüssel. Haben wir den vielleicht unterwegs übersehen irgendwo? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, mach mal. Schließ mal auf hier. Ich renne mal hier hin. Guck nochmal. Geht's ja nicht. Das muss ja irgendwie... 20 Gold. Oh, Lachs. Oh, Lachs. Ja. Genau in die Richtung zeigt meine Questmarkierung. Scheiße. Hier habe ich schon gelootet. Ich habe Angst, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber meistens, wenn ja die Leichen den haben, den Schlüssel, dann sind die ja mehrfach. Dann haben die den mehrfach. Ja, dann hast du überall Backups. Pfeile. Pfeile. Gibt's doch nicht. Pass auf. Die Tür ist offen, ja, aber da gibt's auch nichts. Hier ist noch ein Weg runterwärts. Gegenüberliegend quasi. Und die kann ich aufmachen, die Tür. Boden. Ohne Schlüssel. Gegenüber von dem, wo wir hin müssen eigentlich. Ah ja. Hier. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder den weiten Weg laufen. Mhm. Und kommen dann am Ende zu der Tür wieder raus oder so ein Quatsch. Ja, oder findest irgendwo einen Schlüssel, habe ich so die Vermutung. Oder es gehört. Ja doch, wir müssen dahin. Stimmt. Vielleicht so ein Zauberer, der einen Schlüssel hat. Sowas hätte ich gedacht. Hm. Da auch nix. Mhm. Nächste Tür. Wow! Aha, ich weiß, wo wir einen Schlüssel herkriegen. Tausend HP, aber das ist nicht das Problem. Kaputt. Rubin. Mächtiger Seelenstein. Türen. Nee, euch nicht. Centurio, irgendwas, Kern. Steinstuhl. Oh, ein Bett zum Schlafen. Wo geht's denn weiter? Weiß nicht. Sagt die Map. Ah, hier ist der Schlüssel drin. In der Kiste. Ah, sehr gut. Nehmen den mal. Rolle des Chaos. Ja. Ist mir alles zu schwer. Jetzt. Habe ich mir gedacht, der wird quasi encountert, der Schlüssel. Aber das war jetzt ja gar nicht so schlimm, der Typ. Ja. So, dann zurück zur Tür. Und das hat aber noch eine Truhe mit Schlüssel, ja? Irgendwas. Da zuerst hingehen. Nee, in der Truhe warst du doch. Ach so. In der Truhe war der Schlüssel. Nee, ich hatte. Oder hast du den nicht rausgenommen? Doch, ne, klar hab ich raus. Aber du hattest doch eben gesagt, hier ist noch eine Truhe mit Schlüssel, wo du nicht drankommst. In dem anderen Raum, ne? Okay. Nee. Wer weiß, hab ich mir eingebildet. Einbildung ist auch eine Bildung.
Treppchen. Sehr gut. Sesam, öffne dich. Hier sind Falmi. Pluspeitscher. Geil. Gavros, seid ihr das? Hier spricht einer durch die Tür. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Ja, mach auf, ich bin's. Gertrud. Was zum... Die Weise. Wer seid ihr? Hey, wer ruhig. Gavros, was tut ihr hier? Was habt ihr denn die Tür noch zu? Okay. Euer Freund Gavros ist tot. Das waren die Fallmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein. Sie haben alles ruiniert. Jetzt rede ich hier mit der Tür. Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung. Kannst du nochmal aufmachen? Kannst du durchgehen und nochmal aufmachen? Ich hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Geht nicht. Warte mal. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Ja? Danke. Ja, danke. Okay, was hat es mit den Kristallen auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Natürlich, als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Aha. Und wofür sind diese Kristalle gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Natürlich. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten können nicht darüber reden. Okay. Ich suche den Stab des Magnus, mein Freund. Ach ja? Ja. Leider kann ich euch damit nicht helfen. Nein? Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Okay. Ich habe zufällig diesen Fokuskristall gefunden. Ist das, wonach ihr sucht? Das stimmt, das habe ich vorhin. Dann dachte ich noch so, Fokuskristall habe ich noch nicht gelesen. Aber den habe ich aus so einem Fall mal rausgenommen. Ihr habt ihn gefunden? Na klar. Aber wie um alles in der Welt? Ich habe einen Fall mal umgebracht. Das ist er. Das ist er. Ich weiß ja nicht, Zufall. Wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer bin seid Dragonborn. Ihr überhaupt? Ich gehöre zur Akademie von Winterreste. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Ich hab dir den Kristall gegeben. Ganz und gar nicht, wisst ihr. Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Ich will es hoffen für dich. Sonst gibt's Schwerterkopf. Euch unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Alles seine nur Idee. Hoffen, dass diesmal alles stimmt. Toller Mensch. Jetzt Sternenlicht zu spalten, das klingt auch komisch. Aber hey, da bin ich schon. Der die Zwerge in Frage stellen kann. Hier, wundervoll, nicht wahr? Aber es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Bestimmt. Leg den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Das klingt nach irgendwas nicht Guten. Folge Patros abgeschlossen, füge den Kristall in das Okular ein. Dann führ's mal ein. Mhm.
Abgeschlossen. Oh. Screenshot. Fokussiere das Okular. Da oben ist irgendwas. Hier oben. Wo du gerade hinrennst, ja. Die Steuereinheit. Ja. Und Bücher. Schalter aktivieren, Schalter aktivieren, Schalter aktivieren. Drei Schalter. Fokussiere das Okular. Wo sind wir? Den mittleren Schalter? Aha. Okay. Ich habe alles versucht. Du hörst mich nicht. Da oben ist es abgebildet, glaube ich. Ja. Love you. Passiert da irgendwas? Nee, nix. So, irgendwie fokussieren, das heißt in eine Reihe bringen oder was? Ich weiß nicht. Schwindelanfälle hier. Fokussiere das Okular. Achso, na, wir sind bescheuert. Wir müssen die logisch auf die Strahls müssen wir die drehen. Die Dinger. Logischerweise. Auf welche Strahls? Siehst du nicht, oder was? Ist. Nee. Ach nee, nee, die sehe ich nicht. Ist ja lustig. Okay. Naja, dann okay. Mach du das mal. Ich schaue es mir auf dem Stream an. Bei dem unteren bin ich nicht ganz klar. Der mittlere, ne? Das ist der, brauche ich. Probieren wir es mal den. Nee, da passiert nichts. Nee, ich sehe das war also auch nicht richtig. Was überhaupt bringt. Weil bei mir das ist also auch nicht. Ja. Fokussiere das. Oh, warte, kann ich das nochmal drehen hier, das Ding? In der Mitte? Nee. Wir müssen auf jeden Fall das in irgendeiner Reihenfolge bringen. Das ist so weit, so viel ist, so viel ist klar. Bei diesen Ringen sind doch solche. Auch so blaue Spiegel. Müssen da vielleicht diese Strahlen drauf zeigen. Aber wie kriegen wir das hin? Wir können nur die großen drehen. Die großen Ringe können wir nur drehen. Komisch. Sonst gibt es keine Schalter hier irgendwas, ne? Kann man in dieses Quest gucken? Fokussiere das Okular. Ich muss es den Fokuskristall verkleinern und dann die Maschinen dazu bringen, die Lichtstrahlen zu bündeln. Fokus. Den habe ich ja abgelegt, glaube ich, den Fokus. Hast du noch einen? Ich habe keinen. Ich glaube nicht. Ich hatte den ja gar nicht. Ich habe den jetzt bei irgendeinem Fall mal habe ich den rausgenommen. Ich habe gar nicht gedacht, dass der wichtig ist, aber. Ja. Doch, ich habe einen. Kannst du mit dem irgendwas machen? Nee. Glaube ich. Geht ja auch nicht. Hat ja keinen Sinn, ne? Aber guck mal, du kannst hier, also ich habe hier bei dem Ding in der Mitte auch aktivieren. Ja, da passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Okay. Da habe ich eben den Dings aktiviert damit. Die Dinger kann man auch nicht drehen. Vielleicht ist es. Aber das sind so viele hier, ne? Das sind viel zu viele. Sie haben nur drei Stück, ne? Oder? Drei Stück haben wir. Eins. Da passiert halt echt nichts und ich sehe auch nichts, deswegen kann ich nichts machen. Nur die Reihenfolge rauskriegen. Soll ich googeln? Wir haben 1, 2, 3. Ja, kannst du ja mal gucken. Kannst du ja mal schnell googeln und gucken, ob wir irgendwie dann ja dran sind. Okay. Wir haben 3 von diesen Platten. Das ist die kleine, was wir es nacheinander machen können. Das ist die kleine. Ja,
Dann. Er schiebt's auch drüber. Die Schalter müssen so betätigt werden, dass die drei Kreise an der Decke auf den drei Lichtstrahlen enden. Es empfiehlt sich, zuerst die drei Lichtstrahlen auf die drei Kreisbahnen auszurichten. Dazu müsst ihr... Oh, ey, wir sollen auf sowas kommen. Hm. Du musst unter dem Fokuskristall stehen und ihn mit Hitze- oder Kältezaubern bearbeiten. Ja toll, wie willst du denn das machen? Wer will denn auf sowas kommen? Ja. Also Flamme oder was? Flamme oder Frostbiss oder was da hast. Bewegt er sich? Nö. Jetzt oder Kälte? Oder musst du den unter dir? Wahrscheinlich. Ach so. Wo ist denn der Kristall? Ich habe ihn noch gar nicht reingesteckt. Doch, guck mal, da oben drin ist der doch. Ja, ganz oben, ne? Ja. Weil auch aktivieren da steht bei mir, das verstehe ich halt nicht. Ja, steht bei mir auch da. Kannst du es aktivieren, wenn du drauf drückst? Nein, passiert gar nichts. Toll. Hm. Guck mal. Ups. Boah. Du musst unter dem Fokuskristall stehen und ihn mit Hitze oder Kältezaubern bearbeiten. Drei kurze Treffer mit dem Frostbiss sollten ausreichen. Aha. Frostbiss. Habe ich gar nicht. Hast du Frostbiss? Ich denke, aber es bringt ja nichts. Ja, ich hab's. Und schieß mal auf den Kristall. Ich hab die Dinger kannst du. Ach so. Du siehst den auch nicht da oben, oder? Okay. Mhm. Mal gucken, ob ich auch irgendwas hab. Objekte. Quatsch, Magie. Und. Aber guck mal, der könnte da oben rumliegen. Die Zauber. Da oben liegen Zauberbücher, vielleicht ist er da dabei. Ah, stimmt. Frost. Ja, Zauberbuch Frostbiss. da liegt nicht umsonst da, nehme ich an. Ja, ja. So, dann brauchst du den mal aus. Okay. Sehr gut. Sieht was? Hat sich irgendwas blöd? Nö. Super. Ich weiß nicht mehr, was dieser Fokuskristall ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist dieses blaue Ding da oben drin. Ganz oben in dem Kreis. Ja. Den treffe ich also gar nicht. Ich sehe es nur bei dir auf dem Dings. Den treffe ich gar nicht. Kann, ist ja komisch, dass ich den nicht aktivieren kann, den Zwergen, den, die Sphäre hier. Warum steht da immer noch aktivieren? Das verstehe ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht von hier aus machen? Und ich muss unter das Ding stellen, ne? Hieß es.
Das ist ja schwierig. Boah, jetzt hat sich was gedreht. Hier, guck mal, jetzt ging's. Ach, guck mal, jetzt geht's. Ja? Ist das bescheuert, ja. Aber das hat gar nicht, kein Geräusch gemacht und nix. Hm. Jetzt sind die auf jeden Fall richtig gedreht, die Dinger. Da musst du aber echt, wie willst du denn da drauf kommen? Das ist nicht mal ein Buch oder was ist da zum Lesen, wo das drin steht? Ja. Liebe Questentwickler, macht nicht so einen Mist. Wir müssen uns das richtig erklären, wir sind alle dumm. Die jahrelange Arbeit macht sich ja. Ein Traum. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Oh Mann, ey. Was eine Drama Queen. Mhm. Na, das stimmt, die Kugel da, die wir gefunden haben. Die Sphäre, die da aufgetaucht ist. Stimmt, langsam läuft der denn. Wieder was man gehört bis jetzt. Nee, da gehört ja das zu, die Quest. Was ist jetzt? Kannst du jetzt reden oder was ist los mit dir jetzt? Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch. Ihr solltet euch besser beruhigen. Was ist schiefgelaufen? Weiß nicht, worum es geht. Ihr und eure Akademie soll ich besser beruhigen. Haben Jahre meiner Arbeit zerstört. Ich alles habe zerstört, Freunde und Kollegen an die Falmer verloren. Und ihr wollt, dass ich mich beruhige? Wie habt ihr es gemacht? Ich habe nichts getan, das schwöre ich. Ihr müsst aber irgendetwas tun. Es gibt keine andere Erklärung. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Ja. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Ihr meint das Auge von Magnus. Das Auge von Magnus? Hm? Nun, wenn das bedeutet, was ich glaube, dass es bedeutet... Also, das ist ja interessant. Könnt ihr mir denn mit dem Stab jetzt helfen, der oder nicht? Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart.